Schade, na gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit der Truppen-Upgrade, mit dem Truppen-Upgrade. Ich habe richtig Bock, Leute, jetzt ganze Gold hier für fette Upgrades rauszuhauen. Ich würde sagen, wir starten mal. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale. Und heute im Video werden wir mein ganzes Gold für einige Truppen-Upgrades ausgeben. Ich hatte das Ganze, glaube ich, schon im letzten oder vorletzten Video versprochen, dass ich das bald machen möchte. Einfach meine Truppen ein bisschen leveln mit meinem Gold, was ich noch habe. Und das werden wir heute im Video machen. Ich werde einfach, denke ich mal, die ganzen wichtigsten Truppen so hoch machen. Ich würde sagen, wir starten zuerst mit einem Live-Angriff und danach leveln wieder mal meine Truppen. Ich weiß es noch gar nicht genau. Ich habe mir gar nicht genau überlegt, welche Truppen ich hochmachen möchte. Aber eigentlich ist das ja ganz logisch. So Riese, Bowler, Musketier, die epischen Karten, die Legendaries. Solche Karten, denke ich mal, werde ich leveln. Halt so die wichtigsten Karten. Alle werde ich natürlich niemals hochbekommen. Weil das natürlich ziemlich teuer ist. Und ich habe nur 120.000 Gold. Beziehungsweise nur halt. Aber trotzdem. Wird das nicht reichen, dass Truppen-Upgrades immer ziemlich teuer sind. Ich habe das ganze Gold ja noch von diesem Sonderangebot, den ich mal gekauft hatte. Wisst ihr bestimmt noch. So, wir machen jetzt hier einfach mal einen Gegenpush auf der gegenüberliegenden Seite. Ist riskant. Ich gehe einfach davon aus. Ach, scheiße. Nicht schlecht. Ich wollte einfach davon ausgehen, dass ich wieder besser durchkomme als er oder so. Hat nicht funktioniert. Hat er nämlich ziemlich gut mit dem Inferno-Turm verteidigt. Er kommt jetzt leider durch. Das ist natürlich jetzt das Problem. Megalakai fliegt bitte zum Inferno-Turm. Sehr schön. Ich noch Schadensbegrenzung machen. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt müssen wir hier den Golem nochmal wegziehen. Zack. Der wird trotzdem gut Schaden machen. Der wird richtig gut Schaden machen. Ja, mein Tower wird vielleicht sogar fallen, wenn ich Pech habe. Knapp. Nicht schlecht. Ja, das war ein bisschen Risiko von mir. Ich wollte einen Gegenpush starten, wollte dann so halt was reißen. Hat nicht funktioniert. Ein Zuschauer ist auch wieder dabei. Geil. Auch wieder weg. Okay. So. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit meiner. Okay, setzen Golem. Das heißt, es war teuer für ihn. Hat er jetzt noch einen Feuerball oder so? Hoffentlich nicht. Hat er einen Feuerball gehabt? Ich glaube, ja. Ah, nee, sieht doch nicht so aus. Sieht doch nicht aus und damit geht sein Tower down. Wenn wir jetzt seinen Push verteidigen können, dann ist es nice. Dann ist es sogar sehr nice. Aber er macht hier jetzt echt richtig fett. Er übertreibt hier direkt richtig und macht einen ultra fetten Push. Muss man so sagen. Tornado, zieh bitte die Truppen zurück. Dankeschön. Klappt einigermaßen. Jetzt zappt er nochmal. Jetzt zappt er nochmal rein. Mein Tower holt zum Glück noch den Baby Dragon weg und geht jetzt nicht auf den Megalakai. Ah, wir haben Feuerball zur Hand. Sehr gut. Das haben wir, glaube ich, ganz gut verteidigt. Aber jetzt sitzt da noch was hinterher. Scheiße. Der macht das echt nicht schlecht. Der spielt das Golem-Deck echt sehr, sehr gut. Muss man ihm lassen. Lakaien waren eigentlich perfekt gesetzt, sodass sie halt nicht durch die Explosion oder so down gehen. Ah, es kommt ja nochmal eine Explosion. Scheiße. Und damit ist mein Tower weg. Alles klar. Nice, nice, nice. So, also jetzt hier stellen wir einen Riesensled. Komm, okay, setzt ein Eisgolem, der sollte aber down gehen. Kommt es bis zum Tower? Ja, sehr schön. Sehr schön, also es scheint jetzt im Endeffekt auf den Crown Tower zu gehen. Obwohl, 26 Sekunden, wir werden ihn nicht mehr... Ja, nee, doch nicht. Ja, er wird uns holen. Das wird eine Niederlage, Leute. Tut mir leid, es wird wahrscheinlich eine Niederlage, dass... Nee, ja, mein Tower ist down, das war klar. Den Tower konnte ich einfach nicht mehr verteidigen. Soll ich... Ja, komm, ich lasse ihn pushen. Ich versuche noch wenigstens einen Tower zu bekommen. Ich lasse ihn jetzt einfach auf den Tree Crown gehen. Hoffentlich lässt er uns wenigstens noch diesen Tower bekommen. Bekommen wir den noch? Ja, ganz, 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 ganz knapp. 3:2 habe ich mich jetzt drauf geeinigt. Ich dachte so, wenn ich hole jetzt lieber noch einen Tower, statt ich verteidige oder verloren hätte ich so oder so. Schade. Das war ein Typ, der sein Golem-Deck echt gut gespielt hat. Normalerweise Golem-Deck gewinne ich oft gegen, aber der hat das sau gut gespielt. Respekt an dich. Und dann wäre wieder eine Niederlage im Video. Schade, na gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit der Truppen-Upgrade, mit dem Truppen-Upgrade. Ich habe richtig Bock, Leute, jetzt ganze Gold hier für fette Upgrades rauszuhauen. Ich würde sagen, wir starten mal. Was habe ich denn hier für ein Deck drin? Lol. Damit habe ich... Ich glaube, ich habe einmal damit einen Angriff gemacht, weil ich damit zerlegt wurde. Da war ich ein bisschen sauer. Aber nein, Leute, das Deck spiele ich nicht regelmäßig. So. Ja, ich würde sagen, wir upgraden zuerst den Tornado. Let's go. Es wird auf jeden Fall ein paar Upgrades geben. Je nachdem halt, wie lange mein Gold reicht. Hier drüben habe ich übrigens auch noch einen Tornado, den kaufen wir jetzt mal ganz schnell und gehen den Tornado auf Level 3 ab. Warum denn nicht? Es wird euch jetzt ordentlich XP in dem Video geben. XP ist immer nicht schlecht. Übrigens, mein Feuerball, Leute. Boah, bald Feuerball Level 9 mit
Level 10. Und halt hier in Arena 9 mit Level 10 ein Feuerball auf Level 9. Das ist so krass, Leute. Wenn wir nämlich auf TV Royal schauen, Zeug da so angebe. Aber ich habe den halt auch immer gefordert. Ich habe den immer gefordert und deswegen kann ich den so krass machen. Hier, wenn wir auf TV Royal gehen. Okay, da haben alle Leute einen Feuerball. Okay, Level 9 Feuerball hat der Kollege hier. Profil ansehen, er ist auf 4174 Pokale. Hat ihn sogar im Deck drin und hat ihn da trotzdem nur Level 9. Okay, er ist zwar ein Level 10 Spieler, aber trotzdem sieht man schon, wie wenige so den Feuerball so krank gelevelt haben. Das ist echt extrem was Besonderes. Wir können mal kurz im eigenen Clan schauen, bevor ich jetzt weiter Truppen upgrade. Der German Fabi, den Feuerball auf Level 8 zum Beispiel. Also auf jeden Fall schon krass. Das ist auf jeden Fall schon krass, wenn man den so hoch bekommt. Ist wirklich sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir graden jetzt mal weiter ab. Was haben wir denn hier noch? Hier Pfeile. Ja, Freezauber mache ich auf jeden Fall, weil ich finde Freezauber, das ist einfach eine epische, die du in jedem Deck eigentlich benutzen kannst, der ziemlich stark ist. Pfeile erstmal nicht. Jetzt schauen wir hier mal. Wir gehen mal nach Seltenheit, dann können wir eigentlich direkt runterscrollen zu einem Lava-Hund. Ich werde jetzt einfach mal so die Truppen upgraden, die ich finde, dass die am wichtigsten sind. Es wird in den Kommentaren hundertprozentig Leute gehen, die reinschreiben, warum hast du nicht die Truppe upgraden, warum hast du nicht die Truppe upgraden. Leute, ich kann jetzt nicht alle machen, ich werde jetzt die machen, wo ich jetzt gerade, ich habe vor dem Video mich nicht organisiert, muss ich sagen. Ich werde jetzt einfach die Truppen upgraden, die mir gerade einfallen, die ich jetzt persönlich gerade so am besten finde. Und bitte nicht in den Kommentaren mehr rumhalten, dass irgendwelche Truppen falsch upgradet werden. Macht doch lieber das hoch und so weiter. Na gut, Slatterme auf Level 3. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ich werde jetzt erstmal... Ah ne, auf Level 2 habe ich gerade... auf Level 3, sorry. Mache ich jetzt erstmal nicht mehr höher, da ich jetzt mal meine anderen schlechteren Truppen hochmachen möchte. Ja, Musketieren, ganz klare Sache, Leute. Ich mache jetzt gerade ein bisschen... durcheinander die Truppen hoch, Musketieren Level 7 habe ich gerade mal. Aber ich die halt immer verspende. Das ist natürlich echt, dann natürlich kriege ich die nicht so hoch. Machen wir jetzt direkt die Musketieren auch nochmal hoch auf Level 7. Valkyrie meine ich. Magier muss hoch. Das sind so die Standardtruppen, die man halt so fast in jedem Deck so hin und wieder mal benutzt. Deswegen mache ich die auf jeden Fall hoch. Hogwider ist natürlich klar. Spiele ich zwar nicht so gerne, aber der ist einfach auch so eine Truppe, die einfach... Ja, einfach zum Upgraden muss eigentlich geupgradet werden. Genau wie der Riese. Auch eine sehr starke Truppe, muss man ja sagen. Drei Musketieren habe ich Bock, bald mal ein bisschen mehr mit zu spielen. Deswegen mache ich jetzt schon hoch. Weil ich halt in den nächsten Tagen vielleicht mal ein Drei-Musketieren-Deck erstellen möchte. Deswegen habe ich jetzt schon mal gelevelt. Was machen wir denn noch? Den Wutzauber finde ich halt sau OP seit dem Update. Da kostet jetzt 2 Elixier. Boah, der geht auch Richtung Level 5 schon. Krass. Der geht echt schon Richtung Level 5. Mein Blitzzauber kann ich auch mal hoch machen. Wie hoch kann ich den denn machen? Ach, auch nur auf Level 4 und dann habe ich aber schon die Hälfte von Level 5, glaube ich. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Megapacker, Level 3 muss auf jeden Fall drin sein. X-Bone kann ich eigentlich auf Level 2 machen. Lassen meine ich, sorry. Prinz hoch, Bowler hoch. Wie viel Gold haben wir denn noch? Okay, das Gold wird schon weniger. Ich habe es gesagt, Leute. Ich habe es gesagt, ich dachte so... Ich habe gesagt, dass wir nicht viele Upgrades machen können. Oder nicht so viele, wie man denkt, weil es halt einfach schon irgendwie teuer ist. Elixiersammler habe ich jetzt auch mal ein Level hochgebracht. Den Megalakai habe ich einfach Level 1. Wie geil. Der wird auf jeden Fall auch mal ein bisschen gelevelt hier. Zack, Level 3. Level 4. Level 5. Geht eigentlich auch richtig viel XP. Richtig viel XP Richtung Level 11. Das ist richtig geil. Ich habe jetzt generell vor mein Gold... Nochmal hochmachen. Ja, komm. Ich habe generell vor mein Gold jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten... Ja, keine Ahnung. In nächster Zeit halt... bei Clash Royale eher für Upgrades auszugeben, weil früher habe ich so viel Gold, ich denke, da könnte ich noch meine langen Zuschauer daran erinnern, oder nicht mal meine langen Zuschauer, sondern die meisten von euch, denke ich mal, könnte ich daran erinnern, da habe ich mit meinem ganzen Gold immer Legendaries gekauft, ich habe einen Eismagier gekauft, einen Miner für 40.000 Gold, das war halt so teuer, dadurch habe ich so viel Gold verloren, so gesagt verloren, und dadurch sind halt meine Truppen so low, also, falls sich Leute gedacht haben, hey Heiko, warum sind deine Truppen eigentlich so low, das liegt halt daran, wegen dem Gold. Oh, die Kanone will ich gerne hochmachen, weil... Boah, 20.000. Nee, sorry. Sorry, das kann ich echt nicht bringen. Königsriese machen wir auch nochmal hoch, weil der ist ja auch eine sehr starke Karte. So, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen hier. Ich will halt alle Truppen so ein bisschen hochkriegen. Wächter, ja komm, bringen wir auch mal ein Level hoch. Benutze ich zwar ja weniger, aber auf Level 3. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Darkpool, soll ich den Baby Dragon noch hoch... Ja, ein Luftdeck könnte ich mir eigentlich auch mal erstellen. Ich muss einfach mal in nächster Zeit ein paar neue Decks eigentlich mal ausprobieren. Und dafür level ich jetzt einfach mal so ein paar Truppen für ein Luftdeck zum Beispiel. Level 4 haben wir den genau, sehr schön. Poison Spell ist halt seit dem Update richtig schlecht geworden. Sorry, muss man einfach so sagen. Ich denke mal, da seid ihr mir auch einer Meinung. Das Poison Spell ist echt nicht mehr so gut. Ah ne, ich dachte, ich habe gerade beim Blitzzauber gesagt, dass wir den dann auf der Hälfte von Level 5 haben. Nein, da fehlen ja noch viel mehr.
am Drittel. So, Golem, ich weiß gar nicht. Muss mal ein bisschen schauen hier. Das Sledami kann man natürlich auch nochmal ein Level hochbringen, finde ich. Die ist ja seit dem Update auch echt stark geworden. Boah, die geht auch schon auf Level 5 zu. Krass, Alter. Meine epischen Karten sind eigentlich gar nicht so schlecht gelevelt an sich so. Muss man ja so sagen. Ofen, auch keine schlechte Karte. Wird auch nochmal hochgemacht. Ich sehe schon, Leute. Das Video ist eine ziemlich lange Upgrade-Folge. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt zum Zuschauen interessant ist, so. Wenn ich jetzt einfach die ganze nur Upgrades mache, so. Aber muss gemacht werden oder nicht muss gemacht werden. Aber ich habe halt Bock, das in der Folge zu machen. Deswegen. Boah, mein Set sogar kann ich gerade mal auf Level 10 machen. Es gibt Leute, die fordern dauerhaft an, können ihn deswegen richtig hoch machen. Ich kann ihn auf Level 10 machen. Aber gut, so Bomber wird natürlich auch nochmal auf Level 8 gebracht. Alle Truppen müssen ein bisschen gelevelt werden. Ja, Tesla finde ich gar nicht so. Den benutze ich halt echt nicht. Den benutze ich halt wirklich gar nicht. Den Grabstein benutze ich eigentlich auch nicht. Aber kann man. Ja, komm, 1000, das ist nichts. Da können wir eigentlich mal hoch machen für 12.000 noch. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ende. Ich dachte nicht, dass wir nur einen Live-Angriff heute schaffen. Ist auf jeden Fall krass. Okay, Rakete war jetzt vielleicht gar nicht so kluge Idee. Aber gut, die macht halt jetzt schon. Fail. Die macht ja jetzt schon viel Schaden. Wie viel Schaden macht die in Kronentau? Alter, 448. Kein Wunder, dass in letzter Zeit so viel über die Rakete spielen. Wenn man die gut levelt, die macht so viel Schaden. Ist echt krass, die Rakete. So, Hexe wird natürlich auf Level 3 gemacht. Habe ich total übersehen. Ballon auf Level 3. Guck mal, die Truppen sind halt immer noch low. Ich würde den Ballon gerne noch auf Level 4 und so machen, weil dann habe ich gleich schon kein Gold mehr irgendwie. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gold her, um hier noch die Truppen viel noch höher zu machen halt. Dark Prince, also auf Level 2 ist es traurig, deswegen habe ich ihn auch mal auf Level 3 gebracht. Und ansonsten, ja, die Hütte. Komm, wegen den XP, wegen den XP machen wir die Hütte auch noch hoch. Gibt ja, wie gesagt, es gibt halt ein bisschen XP und deswegen machen wir das. Zack, Nummer 1000 geht auch noch klar. Und dann lasse ich die jetzt mal auf Level 5. Die ist auf Level 4, können wir auch nochmal hoch machen. Alter, wir gehen richtig nach voran. Wir gehen richtig voran mit den XP. Richtig krass. Bombenturm für 1000 auch nochmal hoch und damit geht unser Gold dem Ende zu. Wir können nicht mehr viel hoch machen. Wir können auf jeden Fall nicht mehr viel hoch machen. Ah, zwei Karten wird uns angezeigt. Ja, genau. Hier, die Skelette müssen hoch. Wegen den XP halt. Und jetzt können wir noch, ja, die Skelette nochmal hoch machen. Oder, welche Karte können wir noch hoch machen? Nee, doch nicht. Hä? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Welche Karte ist, können wir denn noch? Ah, den Ritter. Den Ritter habe ich total übersehen. Jetzt kam auf Level 5. Ja gut, dann let's go. Ritter Level 6 und damit war's das. Wir können keine einzige Karte mehr hochmachen. Haben in dem Video ordentlich XP bekommen. Alter, okay. Wir sind jetzt echt schon Richtung Level 11 gut unterwegs. Karten alle so ein bisschen upgraded. Oh, die Pfeile. Ich habe die übersehen, weil die in meinem Deck drin waren. Habe ich die Pfeile übersehen. Die hätte ich eigentlich auch nochmal hochmachen müssen. Weil die sind eigentlich schon wichtig, finde ich. Na gut, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da, weiter mal ein bisschen anderes Video. Ein bisschen anderes Video halt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Gold rausgehauen für Upgrades. Jetzt sehen meine Truppen doch ein bisschen besser aus. Ich weiß, es ist noch lange nicht okay. Also meine Truppen müssten eigentlich noch viel höher sein. Aber ich habe halt mein ganzes Gold früher für Legendary-Karten im Shop ausgegeben. Das war halt mein riesen Fehler von mir. Und dadurch habe ich halt so wenig Gold und meine Truppen sind deswegen auch so low. Wisst ihr Bescheid? Das war's endgültig mit dem Video. Eine positive Wertung da lassen, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, Servus und Ciao.